Hier beim Umbauen. Also, die zwei stehen so. Das heißt, wenn wir den jetzt weiter nach runter schieben, dann passt das ja hier nicht, ne? Das passt nicht. Ach, das ist so. Leg gleich die Tasten um. Gleich ist Schluss. Also, wenn ich den so lege, kriege ich ihn nicht unter. Wenn ich aber den nach außen packe, habe ich hier eine Viererreihe zwischendrin frei. Leg den rum. Habe dann hier 5. Jetzt muss ich nur auf 10 kommen. Wieso auf 10? Weil der dann dahin passt. So von der Theorie her. So theoretisch. Könnte ich auch den da reinsetzen? Nein, kommt da nicht mehr bei der Goldenen an. Das geht so nicht. Aber der wird sogar noch hier hinten hinpassen. Das ist gut. Und wenn ich den dann wegnehme und den dann da hinsetze, dann bin ich der tollste Mensch der Welt. Mann, sind wir heute wieder arrogant. Mein Gottchen. Nein, aber doch, ist doch jetzt gut gepuzzelt, oder nicht? Jetzt mal ernsthaft. So, stehen die schön in einer Reihe. Umgeben wir das Ganze noch mit ein bisschen Gemüse. Und dann sind auch alle glücklich. Und dann will ich auch nichts mehr hören. Gucken, weil wir so toll sind, kommen wir hier noch so ein teuer Feuerwehr hin. Das ist meine Feuerwehr. Menschen lassen sie hochleben. So, sehr schön. Jetzt den nur noch irgendwie da mit ein. Kann ja wohl nicht so schwer sein. Bauen wir ihn so oder so. So oder so. So oder so. So oder so. Das ist viel schwieriger, als es aussieht. Wenn ich den da wegnehme, kann ich den da wieder ransetzen. Kann ich den so legen und habe immer noch einen 5er Platz. Die Frage ist nicht immer, ob ich das da hinstellen kann, sondern ob das, was ich daneben setzen will oder könnte, da dann auch noch hinpasst. Das ist immer das größte Problem. Wir könnten die Hüte nach oben verlegen. Weil die stehen jetzt ja erstmal ganz gut da. Der könnte jetzt hier hin. Damit hätten wir unsere vierte Schokoladenfabrik gebaut. Mehr brauchen wir auch nicht, also mal ganz im Ernst. Wir haben genug Schokolade. Jetzt können wir hier das Ganze noch ein bisschen verteilen und ein bisschen mit dem Platz erstmal prassen. Damit das hier alles ein bisschen lockerer aussieht. Und dann müssen wir gucken, ob wir das mit den Bananen hier noch hinkriegen. Jetzt wird gleich wieder abgerissen. Bereitet euch schon drauf mal vor. Das kann jetzt durchaus vorkommen. Weil exakt hier müssen jetzt zwei Bananenfarmen reinpacken. Ah, die passen dicke. Die passen sehr dicke. Du hattest auch 128, ja, also das würde nichts ändern. Gute Frage. Wie bauen wir das jetzt? Wer würde da noch hinpassen und was macht da noch Sinn? Weil das Gebiet muss noch zu und hier oben haben wir auch noch ein bisschen Luft. Ja, der steht jetzt, läuft wunderbar. Wir haben genug Holz. Theoretisch könnten wir sogar noch auf eine Schokoladenfarm erhöhen, wenn wir wollen. Zwar zwar bitter mit Kaffee, aber das ist ja egal. Aber brauche ich so viel? Eigentlich reicht das, was wir haben. Wir haben drei Zigarrenmanufakturen, A175% und vier davon A175%. Einzige, was wir noch bauen könnten, wäre Kaffee. Kaffee wäre so ziemlich das Einzige, was noch unterstützt werden könnte. Wo ich sagen muss, Kaffee kann man nie genug haben. Deswegen bei den Routen die Hauptversorgungsroute. Und nachher gibt es eine Nebenversorgungsroute. Das unterteile ich immer, weil die einen fahren nach Capitaloni und die anderen fahren dann in die alte Welt. Das heißt, ich könnte jetzt hier noch eine Route fertig machen, die einfach mal in die alte Welt fährt und könnte das dadurch ganz prima unterscheiden. Man könnte auch alles zusammenlegen, wie man es letztendlich macht, ist eigentlich vollkommen egal. Wichtig ist, dass man die Übersicht dabei behält. Das ist das Einzige, warum ich das hier mache. Bei 10 Routen macht das hier keinen Unterschied. Entschuldigung, es sind 8, aber trotzdem. Ja, jeder weiß, was ich meine. Das ist nicht das Problem. Jetzt weiß ich auch, warum hier noch eine stand. Der passt so aber leider nicht rein. Jetzt wird geguckt, wenn ich den. Ich stell's um.
Wenn ich den jetzt wieder so lege, habe ich wieder Platz. Eine ganze Menge. Kaffee passt da genau dazwischen, kriegt dann aber keinen Weg mehr dadurch. Ja, würde hier genau noch reinpassen. Sehr aber bescheiden aus. Hier kriege ich ihn auch nicht rein, hier auch nicht. Hier wird's gehen. Würde auch keinen Unterschied machen. Weil wenn ich den hier rüber ziehe, warte mal. Vorsicht, Hefe, mach dir deine Pro. Ich leg das hier weg. Das kommt weg. Wie weit kriege ich den noch rüber? Perfekt. Steht da noch drin. Können wir Kaffee hier noch anbauen. Dann stehen die noch nebeneinander. Und hier kommen Bananen hin. Das passt. Sehe ich von hier, dass das passt. Das muss passen. Komm schon. Komm schon. Bester Spieler ever. Purer Zufall, interessiert aber keine Sau. Manche tun mir leid, ich bin immer überrascht, wenn das da noch funktioniert. Also wirklich bis auf drei Felder kommt die Nummer hier hin. Manche sitzen hier und sagen, die können es nicht fassen, aber wir können ja das Ganze noch ein bisschen verschieben hier. Also ganz perfekt ist es auch nicht, aber lustig ist es immer wieder. Glauben Sie, er hat das alles geplant oder nimmt das einfach so, wie es kommt? Lucky ist eine Bitch, Freunde. Ohne Scheiß. Der Geländeplatz ist blockiert. Gut. Wunderbar. Das heißt, wir haben bis hier oben eine glatte Linie. Könnten sogar noch sagen, wir schieben den rüber. Muss er nicht am Feld stehen, sondern da. Macht vom Prinzip her kaum einen Unterschied. Aber so ist schön. Dann merke ich, dass ich hier nur überlastet bin. Wir müssen also noch irgendwie was tauschen machen können. Wir bringen den jetzt woanders runter. Und zwar genau an der Stelle, wo noch Platz ist. Und zwar hier. Den könnte ich auch so stellen. Dann hätte ich hier einen glatten Abschluss. Reiß dann die Nummer hier auf. Dann können wir hier unten die Nummer aufreißen. Den wegnehmen. Und durch das neue System kriegt ihr auch hier die Verbindung. Bauen den dazwischen. Haben dann nochmal einen Kontor mehr, der hier versorgt wird, beziehungsweise versorgen kann. Schokolade läuft eigentlich hier ganz gut, dann können wir das hier nochmal ändern wieder. Frage ist, ob wir nicht doch sagen, hier, ja, yippie, yippie, yay. Ja, eigentlich könnten wir den jetzt wieder von da oben runternehmen. Er kann jetzt wieder hier stehen. Das ist ein Hin und Her, das ist immer furchtbar. Na? Funktioniert das hier alles wie geplant? Wie ich auch geraten habe. Sehr schön. Und noch mehr Rum? Ja, Rum kann eigentlich nie schaden, wenn wir davon noch ein bisschen mehr haben. Er würde dann nämlich genau hier reinpassen. Dann wäre aber noch drüben noch, es wäre noch genug Luft. Jetzt kommt wieder die Entscheidungsfrage. Passt hier noch einmal Rum rein oder nicht? So wird er passen, so passt er auch. Ja, das ist ja mega nice. Oh, ist das wieder geil. Da wäre schön, wenn ich da hinten noch eine Ecke hätte, aber man kann ja nicht alles haben. Den könnte ich rausnehmen, dann hätte ich zentral noch einen zu stehen. Das wäre gar nicht übel. Nehme ich den raus, kopiere den, stell den da rein und habe hier noch ein Lagerhaus zentral. Na, dann habe ich den Weg dazwischen, ist aber egal, dann kann der noch hier und her fahren und das funktioniert erstmal alles tadellos. Ja, wisst ihr, woran das liegt, dass ich mich immer verklicke? Ich habe das bei dem anderen Spiel, was ich gerade spiele, noch nicht geändert. Deswegen habe ich das Problem, dass ich dann immer die falsche Taste nehme auch.
die halt die Hand dementsprechend falsch auflege. Deswegen ist das manchmal ein bisschen tricky, aber macht nichts. Ich werde es überleben. So. 22, den noch so. Passt perfekt. Wir könnten noch auf 3 bauen, aber müssen wir das nicht unbedingt. Das ist alles Bonus. Wir könnten jetzt hier gucken, dass wir, wenn wir den auf 3 aufbauen. Ja, los, komm. Der Fanatiker Roland, der kann nicht anders. Bauen wir es mit 3. Brauchen wir es mit 3. Wenn wir es mit 3 brauchen, brauchen wir 150 Felder mehr und er müsste sich weiter rüberstellen. Der muss dann hier hin. Und dann würde das passen. Oder kriege ich den? Den so hingebaut. Ja, das kriegst du einfach mit. 3 wäre jetzt, dann würdest du mir nicht mehr. Das macht meine Symmetrie kaputt. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Das wäre alles gut, wenn wir den. Erstmal machen wir das mit dem Wohnhaus. Kurz überlegen. Wie lange dauert das hier noch? 2 Minuten. Der muss noch anfahren. Gut, nochmal Häuserchen. Ne, wir haben 42 Punkte. Dann müssen wir erstmal kurz irgendwas Gutes bauen. Irgendwas Wichtiges. Irgendwas, was wir gebrauchen können. Irgendwas wie Baumwolle. Volle Konzentration. Wie weit würde der noch nach hinten rausgehen? Gute Frage. Wenn ich den hier hinsetze, würde das noch passen. Passen. Nein, 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 nein. Dabei wäre das so gut, wenn das so passen würde. Könnt ihn so hinsetzen. Würde das denn passen, wenn wir den einen weiter ransetzen? Nein, das reicht auch nicht. Wir müssen ihn mindestens. Bis da ransetzen, richtig? Ja. Mindestens bis da. Dann wird es funktionieren. Der könnte hier hin. Damit würde diese Lücke sich füllen. Das würde perfekt stehen. Ich könnte ihn hier unten komplett abschließen. Dann würden wir hier das Ding umrahmt kriegen, müssen wir den nicht verändern. Der kann dann nach oben gehen, macht die Ecke zu, kann dann einen weiter hochrücken, dann klappt das auch wieder. Problem ist jetzt nach unten hinweg. Passt der, liegt der noch im Bereich? Ja, Dicke, kein Problem. Jetzt wird schwierig, wie wir hier noch eine Dreierreihe reinkriegen. Reicht das, wenn wir den nur einfach hochnehmen? Das ist jetzt auch nicht unbedingt Blender und extra Haftcreme. Ja, 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 wir arbeiten dran. Gut. Na, auf jeden Fall lassen wir es erstmal so stehen. Der kommt dann hier hin, das ist auch schon mal klar. Oder zumindest so ähnlich. Wir könnten auch. Warte mal, wenn wir den jetzt hier ransetzen, haben wir 2 Fünfer. Das ist gut, lassen wir so stehen. Keine Felder, keine Arbeit. Ja, ja, Felder, keine Arbeit, ich weiß. Arbeite dran. Passt perfekt. Wenn wir das jetzt hier noch glatt runtergezogen kriegen, das wäre schön. Irgendwie einen glatten Abschluss. Sauber. 128, 128, 128, 118. 18. Nicht perfekt. Aber okay. 2 passen hier nicht mehr rein. Höchstens eine. Das weiß ich. Fehlen 4. Fehlt einer. Sauber. Ja, ich weiß, ich habe keine Straße, ich arbeite dran. Der muss dann so, der passt dann aber nicht so, das ist schade.
kriegen wir jetzt hier drin eine Verbindung hin. Wir können ja auch von hier drüben legen, kein Problem. Dann machen wir es so. Können wir den nämlich so rüberlegen, den wieder so machen und dann würde das hier mit den 128 wieder hinkommen. Wie viel haben wir denn noch? Da haben wir noch ein bisschen Überschuss. Gut, das hätten wir schon mal. Bis hier sind wir schon mal. Das ist alles schon genau so, wie es sein soll. Zur Not müssen wir hier auch mal auf 5 Felder verzichten. Ich glaube, damit kann ich leben. Ist das aufregend? Das kriegen wir schon irgendwie hin. Zur Not können wir den ja darüber setzen. Dann wird es wieder passen. Ach, herrlich. Das ist immer wieder schön. Heute ist ein schöner Tag. Ist schon. Ne, Blumen und so. Schon klasse. Ja, wir haben noch so und so viel Arbeit da. Und wie viele Plätze bleiben jetzt hier übrig? Das ist nicht viel. Da könnte... Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es könnte eine Feuerwehr reinpassen. Ne, also... Ich will jetzt hier keinen Teufel an die Wand malen, aber das könnte mit der Feuerwehr tatsächlich jetzt hinhauen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgezählt, aber... Wenn ich den so hinsetze, den dann so mache, hat er wieder gestaffelt. Weiß man den nochmal komplett abstellen, den daneben. Bauen den auch daneben. Ziehen dann hier die Felder. Unten haben wir dann noch eins, das ist erstmal egal. Das kann ich gleich nochmal umsetzen. Dann passt der. Und wie viel passt jetzt hier drüben hin? 128, es bleiben zwei übrig. Zwei übrig, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Das Ganze nochmal, weil wir das Ganze hier ordentlich nochmal machen müssen. Das ist hier halbwegs glatt aufläuft. Zack. Mal kopieren. Den so. Zwei Felder haben wir gesagt. Ne? Das heißt, wir lassen die hier unten, die zwei, frei. Machen das so. Bam. Sehr gut. Nur die untere Ecke gefällt mir noch nicht. Da arbeiten wir noch dran. Die zwei schicken wir so lang, damit das mit der Ecke besser hinkommt. Die zwei kommen hier rein. Und dann haben wir es. Bis auf zwei Felder, das ist eine gute Quote. Das ist im Schnitt 99% Auslastung. Das ist gut so. Das haben wir sehr schön geregelt bekommen. War nicht einfach, aber hat funktioniert. Nur die Ecke gefällt mir noch nicht ganz, aber so können wir es erstmal stehen lassen. Wir haben genug Zuckerrohr. Jetzt, wie machen wir das jetzt mit den Bananen nochmal? Bananchen. So. Erstmal maximal ausschöpfen und dann überlegen, wie viel Platz haben wir noch. Wie viel Platz hätten wir von der Theorie noch hier? Das ist ja gar nicht wenig, was wir hier noch übrig haben. Das sind so Pi mal Daumen. Passt da noch ein Lagerhaus hin, wenn wir wollten. Ein Lagerhaus. Bloß wie stellen wir es hin? Gleich hier unten an die Ecke. Würde passen, oder? Wäre nicht blöd. Ich würde es gerne weiter nach links rüberziehen, aber das, dann kriegen wir die Ecke hier nicht ordentlich raus. Das heißt, wir reißen den ab. Bauen den so hier mit rein. Und haben keine Steine mehr. Großer Gott! Kann uns einer Steine liefern? Frachtschiff steht bereit. Sind wir keine Steine? Ich bitte dich. Du fahr direkt los, komm, gib ihm. Schicken wir ihn noch hinterher. Oh, ein paar Stahlträger mit. Auch schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Wunderbar. Der läuft, der Laden. Ist alles abgeliefert worden? Na, wie läuft's, hä? Alles nochmal raussortieren, alles nochmal neu machen. Kann ich jetzt? Ja, zumindest. Ja, ich könnte Hüte kaufen. Nummer 1 Verkaufsschlager ist jetzt erstmal das, was wir nicht unmittelbar hier brauchen. Und zwar meine Tortillas. Können die hier schon rein? Nee,
weiter nach oben? Könnten die weiter nach oben? Könnten die weiter nach oben? Könnten die weiter nach oben? Nein, könnte ich. Gut, dann noch nicht. Dann warten wir noch ein bisschen. Was wollte ich jetzt? Die tauschen die Hüte ein. Hüte, 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 Hüte. Gib ihm. 1000, sagen wir 500. 500, da ist er erstmal eine Weile mit beschäftigt. Joa. Das sind meine Stiefelchen, muss ich auch kaufen. Was tauschen wir dafür ein? Phonographen, nicht unbedingt. Schmuck ein bisschen knapp. Perlen wären akzeptabel. Perlen oder Gold oder Maschinen. Maschinen oder Geschütze. Geschütze könnten wir verkaufen. Ja, verkaufen wir Geschütze. Hier 500 Geschütze, da kriegen wir genug raus. Das wird schon gehen. Hier müssen wir dann noch Kaffee kaufen. Gut, kein Problem. Kaufen wir Kaffee. Bei Gelegenheit. Sonst noch was? Maschinen gegen Räder. Hatschi. Gesundheit, ja, danke. 500. Könnte reichen, müsste reichen, sollte reichen, weiß ich nicht. Gut. Gehen wir erstmal rüber, kaufen wir Kaffee. Hier, Kaffee. Junge, ist ja auch einmal Betrieb. Der handelt gerade. Ja, da komme ich leider gerade zu spät. Hier brauchen wir nicht mehr. Hast Schokolade gekauft, guter Mann. Sehr gut. Jetzt, wie wär's mit Kaffee? Apropos, hier stellen wir doch auch Tortillas her. Da kaufen wir doch Tortillas und kaufen dafür Kaffee. Ah, könnte ein bisschen knapp werden. Kaufen wir noch mit meinem Superprodukt noch ein bisschen Kaffee. Hier, was brauchen wir noch? Sagen wir 600. 600 gut? Soll ich so tun? 600? Sagen wir 700. 700, weil dann kommt der auf 400, dann kommen wir bei 1100 hin und ja, das passt schon. Das passt dann schon. Das sind dann 1000, 1097 und 1080 brauchbar. Dann hätten wir das erledigt, hier Kinder. Wir kaufen dann die Dings ein und dann ist alles zufriedenstellend. Sehr, sehr schön. Nee, bin ich zufrieden mit. Jetzt noch die letzte Bananenfarm hier hin. Ja, die stellen wir hier gleich mit dran. Und ob das klappt hier oder nicht. Wenn man das Licht angeht. Den können wir da noch wegnehmen. Weil der da sowieso alleine steht. Dann können wir da noch ein Bäumchen pflanzen. Ich will ein Bäumchen. Ich will ein Bäumchen. Bäumchen. Danke. Ich will jetzt das Bäumchen. Auf die Straße guckt. Danke. So, dann bleiben hier noch drei Felder übrig. Vielleicht kriegen wir den noch irgendwie hier hin. Das wäre schön. Dann müssten wir aber das so rüber ein. Ja, wir arbeiten dran. Entspann dich mal, nimm den Bonbon. So, den so. Dann lassen wir den frei und jetzt gucken wir, ob das genau passt. Nein, da fehlen noch drei Felder. Dann fehlt uns eins. Oh Gott. Acht Felder. Ja. Schach und Matt, würde ich sagen. Das kriege ich jetzt nicht besser geregelt. Was ist, wenn ich den jetzt darüber ziehe? Gehen wir da an den Stich hin, dann fehlen uns aber ordentlich Felder. Das passt da nicht, das kann da nicht mehr passen. Das ist zu viel. Ja, da fehlen uns da nämlich genau vier Felder. Großer Gott. Spiel ungerecht. Mit Zuckerrohr wird es wieder hinpassen. Da würden wir nämlich nochmal sechs Felder überall Dings, da würden zwei übrig bleiben, das wäre perfekt. Aber ich brauche ja Bananen. Das ist mein Problem. Wir könnten den nicht unbedingt tauschen gegen Bananen.
Der passt da gut. Wenn wir den gegen Bananen tauschen würden, wäre das eigentlich fast egal. Hier hinten haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz. Und so viel Zuckerrohr brauchen wir nicht. Erstmal sehen die Felder hier schon mal ziemlich kacke aus. Habe ich das schon mal gesagt? Warte. So. Schön die Staudenbananen so nebeneinander stellen, dass das Johannes halbwegs gut aussieht. So. Also, 8 Felder. Maximal 9. 9 wären 3, könnten wir ein Haus hinbauen. Könnten wir aber nicht dahin setzen, weil es nicht geht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Allerdings haben wir zu wenig. Ach, warum sagt denn keiner was? Nehmt doch einfach die Straße weg. Stellen die ein Stück weiter rein. Warten, bis die Steine da sind. Hey, da sind ja die Steine. Lassen die wieder nach Hause kutschieren. Daten den ab. Ziehen jetzt den hier rüber, so wie geplant. Nehmen die Reihe weg. Bauen die Reihe dahinter. Rein theoretisch müsste das jetzt ganz, ganz dicke hier alles funktionieren. Danke fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Da passt er nicht. Da würde er passen. Jetzt haben wir wieder so einen komischen Fummel, der übrig bleibt. Das kann ich ja immer leiden. Ja, komm, kannst du nichts machen. Himmel, Herrgott, ist das immer so schwer, hier einen Baum dazwischen zu haben, einen ordentlichen. Krieg ich nicht. Guckt euch das an. Ich krieg immer keinen Baum. Ich muss mir immer einen klauen. Zack. Himmel, Herrgott. So. Perfekt. Jetzt passt's. Dann steht der nämlich hier ein bisschen weiter und kann sich auch oben bedienen, wenn es sein muss. Ja, ich könnte den auch tauschen. Siehst du, das wäre gar nicht so blöd, wenn ich den da oben hinsetze. Und nochmal alles abreißen. Oh, ja. Das muss jetzt sein. Der geht jetzt ein Stückchen weiter darüber. Eckstein, Eckstein. Alles muss perfekt sein. Ja, wir sind hier keine Hobbygamer. Wir machen das hier ordentlich perfekt. Damit holt er nämlich Urmann, entlastet den quasi und hier unten kann der dann noch frei arbeiten. Hat noch den Anschluss hier auf die Mitte, so dass er da noch was machen kann. Und jetzt stelle ich den noch seitlich, damit das noch parallel aussieht und dann bin ich zufrieden für heute. Genau, schickt die nochmal nach Hause. Und habe heute alles erledigt und habe dann mitbekommen, dass ich hier den Kautschuk vergessen habe. So ein Ärgernis aber auch. Wie kriege ich jetzt noch den Kautschuk hier rein? Ganz einfach, ich schließe da 2 raus und hau hier den Kautschuk rein und erhöhe die ganze Sache um 1. Was ein Glück. Jetzt muss ich die 3 Schiffe nur nochmal anhalten. Zum Horizont. Würdest du freundlicherweise alles nochmal rausschmeißen? Dann anhalten! So, der hat nochmal rausgeladen. Wo ist der andere? Der steht wahrscheinlich in Capitoloni gerade irgendwo. Du wirst noch zum Südseefrachter. Umfunktioniert. Jetzt muss ich den anderen nur noch finden. Muss ich aber nicht. Kann auch beide in Südseefrachter umbenennen. Lass die beide fahren. Mach meinen Feder wieder gut. Zack, 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 reichen 4. Kann sein, muss nicht sein. Wir könnten es auch auf 5 erhöhen. Haben wir noch einen 5. 5. ist vorübergehend nicht erreichbar. Gut. Dann arbeiten wir jetzt mit 4-4. Sollte erstmal funktionieren. Perfekt. Feierabend für heute. Mächtig viel umgestellt, aber am Ende ist alles gut.